So, da bin ich wieder. Wie assi ist das denn? Normaler Schritt und er setzt alles zurück. Also, ein kleiner Hinweis wäre schön gewesen, aber naja. Das war das Letzte. Scheint, als wäre ich Herodiana. Und das muss das letzte Teil von Herodianas Ensemble sein. Bemerkenswert. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Das stimmt. Oh mein Gott. Ah. Aber wie kommt man da überhaupt? Da muss man doch erstmal drauf kommen. Jetzt wollen wir mal zurück zu der Sophronia. Ach, Wasserspeier, roll mal nicht rum. Ich mache mich die ganze Zeit insgeheim über irgendwelche Claims und so einen Scheiß Gedanken. Aber sind wir mal ganz ehrlich, um die Realität mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen. Dadurch, dass ich, wie heißt's? Es ist scheißegal. Dadurch, dass ich so klein bin, keine Werbung auf YouTube und sowas schalte, können die mich halt auch nicht wirklich claimen. Ne? Allein anhand von der Zuschaueraufrufzahlen interessiert das YouTube halt mal gar nicht. Und dementsprechend sollte ich mir bei Musik überhaupt null Plan machen. Ich glaube noch nicht mal, doch Twitch hat das einmal bei mir gemacht, aber nicht wirklich geclaimt oder so, sondern haben sie einfach nur die Tonspur ein wenig... Ist der jetzt oben oder unten, der Schatz? Sophronia. Da ist er doch. Sophronia, alle Rätsel in der Halle von Herodiana sind gelöst. Unglaublich. Du hast Herodianas Gewand gefunden? Kann ich es sehen? Für eine Gegenleistung, das hört sich so falsch an. Natürlich. Hier ist es. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Herodiana selbst, die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Du bist fast so toll wie Herodiana. Gut, auf der anderen Seite. Ups. Auf der anderen Seite, dadurch, dass sie uns jetzt so, bewundert, finde ich es okay. Ich habe ein verfügbares Talentpunkt. Ich will mal in den Raum der Wünsche gehen. Erstens brauche ich wieder neue Tränke. Da will ich jetzt erst noch mal ein bisschen aufwerten. So. So, jetzt will ich mal gucken, ob mir irgendwas Ausrüstung... Platzwunde, erhöhter Schaden mit... Oh. Oh. Das gefällt mir sehr gut.
Ding ist auf Level 24 und hat viel weniger Verteidigung. Warum eigentlich? So, ansonsten... Ich weiß nicht, wie das mit den Steinen ist. Auch insgesamt noch ein bisschen. Okay. Aber eigentlich sollten wir ziemlich schnell fertig sein. Das Brauen geht relativ schnell, muss ich sagen. Zumindest von dem Mega-Power-Trank. So, wie viel wollen wir denn da machen? Insgesamt kann ich 30 von machen. Die Frage ist, kann ich theoretisch den Raum der Wünsche upgraden? Ich hätte nämlich von denen vielleicht gerne noch eins oder zwei mehr. Aber auf der anderen Seite... Ja, 20 sollten reichen. Und dann gucken wir mal, ob wir bei anderen Sachen nochmal brauen können. Das gefällt mir. Jetzt gucken wir mal, was sind denn die nächsten Aufgaben. Finde die restlichen Hausmarken, die sich in Hogwarts befinden. Pflanze und ernte Flussgras. Beschaffe 3 Kampfpflanzen und nutze sie zeitgleich. Jetzt. Ach, das ist doch... Nee. Die geht voraus, um einen Jobberknorr-Lebensraum zu finden. Er will, dass du ihn bei einem großen Baum am Rande der Klippe der West. Ja, machen wir, machen wir. War natürlich klar. Ja, ist ja gut. Ja, es geht eigentlich von der Entfernung, finde ich. Von der Entfernung geht das eigentlich. Ich meine, wenn es jetzt weiter weg wäre, wäre ich halt geflogen. Das wäre auch nicht das Problem. Wohl, warum eigentlich nicht? Arresto, Moment! Bleib ganz ruhig. Ich werde dir nichts tun. Scheiß Vogel. Thank you.
dir nichts. Gut. Ich habe keine Ahnung, ob das was gebracht hat. Hey, Deke. Hallo, Deke. Machen wir weiter? Ja, gut. Deke hatte schon Sorge, dass sie ein Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Ups. Deke hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Ich habe schon einen gerettet. Hast du für heute noch ein Tierwesen im Sinn? Oh ja. Auf einer Lichtung in der Nähe wohnt eine Herde Mondkälber. Folgen Sie dem Pfad den Hügel hinauf. Deke wird Sie dort treffen. Okay. Ich habe das Gefühl, mit dem Stopp kommen wir wesentlich weiter. Warum ist der so rot? Aber wisst ihr, welches Spiel ich eigentlich auch noch ganz gut gefeiert habe? Phoenix Rising. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Auch so Comic-Look und alles hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Es gibt so viele Spiele, so wenig Zeit. Jetzt ist mein Vertrag, also mein Arbeitsvertrag ist am Ende. Das bedeutet, da habe ich mir dann eine neue Stelle gesucht. Das Interessante war ja, dass ich ja eigentlich allein wegen diesem ganzen Zocken wollte ich vielleicht 2, 3 oder sogar einen Monat Arbeitslosigkeit in Kauf nehmen. Jedoch suchten die Stelle entweder keinen oder ziemlich schnell jemanden. Also dementsprechend bin ich jetzt nur 5 Tage arbeitslos. Und ja. Hallo, Blöd. Deke. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Deke wartet auf ihre Rückkehr. Okay. Ach ja, die gute Dame. Die finde ich super. Aber eigentlich... Arresto Momentum. Stell dich doch nicht so an. Ich pass auf dich auf. So. Arresto Momentum. Mit dem Arrest im Momentum geht das wesentlich besser. Ups. Es war schwieriger als gedacht, aber ich habe jetzt einen Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Deke schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Deke wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Kehre zum Raum der Wünsche. Gut, kann ich ja sowieso immer jederzeit reisen. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Das willst du nicht wissen. Professor Weasley in Strapsen.
Entschuldigung. Nanu? Nee, Weasley nicht. Oh, wie heißt der die Sie haben's geschafft. Naturlehrerin, ah, die ist knuffig. Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Erstmal die Hand reinstrecken. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Warum gehe ich jetzt in die andere Richtung? Gut. Ich meine, wenn ich schon hier bin. Okay, das ist cool. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Dick? Der Raum der Wünsche hat mir ein neues eine Heimat Universum für ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. So, wie kann ich die jetzt freilassen? Dick glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Allerdings. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dick auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja. Sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn sie magische Materialien von ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dick ihnen, wie sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Oh, ich kann die umbenennen. Das ist ja knuffig. Hier ist was. Dick findet, dass sie gute Arbeit leisten. So, wo ist denn der nächste? Sammel. Ja gut, ich muss ja von allem jetzt eine Sache sammeln. Ne? Die Frage ist nur. Komm, friss was. Tierwesen. Achso, die müssen erst noch essen. Okay, das ist. Wie ist der das? Genießt. Okay, das ist knuffig. Das finde ich cool. Das ist echt cool. Die Frage ist, wie weit geht's denn hier hin? Ich meine, klar, Magie, ne? Kann ich sogar Sachen sammeln? Lass mich raten, hinter die Absperrung komme ich nicht. Okay. Ist aber schön. Also ich sag's mal so. Hübscher als jeder Zoo.
doch, ist schön. Also ich bin froh, dass ich die Quest gemacht habe. Da bin ich froh. So, hier gibt es noch Höhlen. Kann ich da hin? Ich habe Boden gefunden. Gut. Ich habe zwar keine Ahnung wofür. Aber gut. Wo geht's hier lang? Ah, okay. Also es ist für jeden was dabei. Das ist gut. Au. Niedrige Mauer. Ah. Das Interessante ist ja, ist gar nicht mal so weit hergeholt. Es gibt wirklich eine Feldmaus sozusagen. So eine spezielle Art. Die kann ihre Haut abstreifen, ohne dass es sie was stört. Ich weiß nur nicht mehr ganz genau, wie es heißt. So, und wo ist der komische Vogel? Da. So. Das ist doch schön. Kann man das auch mit den Wölfen? Ja, Wölfe, ich weiß nicht. Ich glaube, die. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Gut, Sammlung aktualisiert. Die Frage ist, wo? Das Gegenstand verschwinden und bringt Mondsteine zurück. So, gucken wir mal. Ich glaube, da muss ich jetzt hier hin. Nutzen. Webstuhl. Okay. Verbesserung anzeigen. Offensive. Ah, okay. Gegengift reduziert unverzeihlich. Gegen Fangzähne verbrennen. Okay. Ah. So
kann ich meine Sachen verbessern? Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Das sollte ich Deke zeigen. Das ist cool. Das finde ich gut, dass man dafür die Tiere braucht und sie nicht abschlachten muss. Ich habe den Webstuhl benutzt, Deke. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Deke ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Danke für deine Hilfe, Deke. Abgeschlossen. Okay, das finde ich richtig cool gerade. Triff Sebastian Feldcroft. Okay, machen wir aber beim nächsten Mal, Leute. Einfach aus dem Aspekt her, dass die Videos nicht so lang werden. War cool. Macht's gut. Tüdelü.